Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein paniertes Blumenkohlschnitzel vorstellen. Ein vegetarisches Rezept, wenn es mal kein Fleisch sein soll. Super, super lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles wieder bereitgelegt, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich Blumenkohl, Mehl, Panko, Parmesan, etwas Stärke, zwei Eier, Salz, geräuchertes Paprikapulver, Pfeffer, Rapsöl oder anderes Pflanzenöl, Butter und Petersilie zum Garnieren. Und dann kann es auch schon losgehen. Wo gibt es das Rezept? Einfach in der Infobox unter dem Video auf Mehr ansehen klicken, dann auf den Rezeptlink. Ihr landet dann auf meiner Homepage bei diesem Rezept, auf der ihr das Rezept und viele andere zum Download oder zum Ausdrucken findet. Viel Spaß beim Nachkochen! Ich beginne damit, die Kohlblätter vom Blumenkohl hier zu entfernen. Vorsichtig, schneidet nicht durch, dass ihr nicht die Röschen abschneidet, sonst verliert der Blumenkohl an Stabilität. Ihr werdet gleich sehen, das ist sowieso nicht so einfach. Wenn ich jetzt hier runterschneide, dann haben wir am Anfang immer Brösel. Das ist gar nicht so einfach, aber keine Angst, wir schmeißen nichts weg. Alles, was nur bröselt hier, das verwerten wir auch später. Und erst wenn man in die Mitte kommt, wenn der Strunk die Stabilität gibt, dann schafft man es in der Regel, so Schnitzel zu schneiden oder größere Stücke zu schneiden. Und ihr seht, hier ist es mir jetzt auch gelungen. Also hier unser erstes Schnitzel und dann das zweite. Und tatsächlich kriege auch ich aus dem großen Blumenkohl hier nur zwei dicke Schnitzel raus. Aber das reicht auch für zwei Personen, das ist völlig in Ordnung. Ihr seht also hier, das sind zwei richtig, richtig große Schnitzel-Blumenkohl-Scheiben geworden. Und da können wir jetzt weitermachen. Ich bereite die Petersilie vor hier, die wird nur gehackt. Mehr machen wir damit nicht. Ist ja nicht viel Vorbereitungsarbeit hier bei dem Rezept. Die brauchen wir später so ein bisschen zum Garnieren. Und wenn wir die Petersilie fertig gehackt haben, dann kochen wir hier unseren Blumenkohl und den machen wir bissfest, mit Stäbchen prüfen oder wenn er sich die Finger verbrennt. Der soll auf keinen Fall matschig und weich sein, der soll noch Biss haben, aber wir müssen ihn vorkochen, sonst wird das nichts. Dann mische ich das Mehl mit der Stärke, das ist ein ganz guter Trick. Versucht es mal mit Stärke gemischt, haftet das Mehl später wirklich viel, viel besser an zu panierenden Fleischstücken oder auch am Blumenkohl. Wenn ich das gemischt habe, dann nehme ich meine beiden Eier und die verquirle ich nur, mehr muss ich ja nicht machen und gebe dann meine Eiermasse hier auf den zweiten Teller meiner Panierstraße. Und als letztes bereite ich jetzt die eigentliche Panade vor. Und zwar mische ich Panko und Parmesan, sehr lecker. Und würze das Ganze mit Pfeffer, mit Salz und mit dem geräucherten Paprikapulver. Und jetzt, wie immer, mischen, mischen, mischen. Und wenn ich das alles gemischt habe und das gut vermischt ist, dann gebe ich die Panko-Parmesan-Masse hier auf den letzten Teller meiner Panierstraße und dann können wir auch anfangen, den Blumenkohl zu panieren. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. Der Blumenkohl ist natürlich weich, auch wenn er noch Biss hat. Aber man läuft jetzt hier Gefahr, dass man mal so ein Röschen abbricht. Also sehr vorsichtig und trotzdem müsst ihr zusehen, dass überall vorne, hinten, auf den Seiten, an den Rändern überall ordentlich Mehl ist, damit später auch die Panade wirklich haftet und auch Mehl ruhig ein bisschen in die Zwischenräume bröseln hier. Das ergibt hinterher nochmal eine andere Festigkeit beim Blumenkohl, beim Schnitzel. Also alles schön richtig, richtig einmähen und dann geht es rüber in die Eiermasse. Und auch die Eiermasse haftet nicht so ganz toll. Das ist ein bisschen aufwendiger. Man muss ruhig ein paar Mal drehen, 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 immer wieder bewegen, damit ihr auch wirklich überall an alle Teile, an alle Seiten hier Ei bekommt. Also das ist ein bisschen frickelig, aber es lohnt sich. Auch hier die Zwischenräume möglichst mitnehmen, wenn es geht. Und dann haben wir als letzte Stufe hier, als dritten Schritt, haben wir dann noch unseren Panko hier. Und jetzt wälzen wir unsere Blumenkohlschnitzel als letzten Schritt in der Panko-Parmesan-Masse hier. Und auch hier andrücken und wenn es geht, in die Zwischenräume. Also die Paniermasse in die Zwischenräume drücken, damit wirklich alles rundherum gut paniert ist. Auch die Ränder mitnehmen. Dauert ein bisschen, aber lohnt sich. Ja, und wenn wir dann fertig sind, dann sieht das so aus. Und hier sieht das schon super, super lecker aus, oder? Unser Schnitzel hier. Und dann geht es auch in die Pfanne. Jetzt erhitze ich die
Pfanne und gebe meine Butter rein und die Butter nicht so heiß. Ihr wisst, Butter darf nicht braun werden und auf keinen Fall rauchen. Und wenn die Butter beginnt, sich aufzulösen, dann gebe ich das Pflanzenöl dazu und erhitze jetzt alles. Dann denkt dran, beim Panieren müssen Schnitzel oder Blumenkohl, Fleisch oder Gemüse, völlig egal, nur ein bisschen schwimmen. Da dürft ihr also nicht sparen, sonst wird das nichts mit dem Panieren. Und jetzt geben wir unsere Blumenkohlschnitzel hier ganz vorsichtig in die Pfanne. Wie gesagt, die sind ziemlich filigran. Also vorsichtig reingeben und dann braten wir die von beiden Seiten und das dauert 10 Minuten, 5 Minuten von jeder Seite vielleicht. Und dann, wenn die erste Seite braun ist, dann können wir auch drehen. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich die Schnitzel mit der Butter-Pflanzenöl-Mischung dann begossen habe, hier mit dem Löffel. Das klappt wirklich gut und führt eben dazu, dass sie auch wirklich wunderbar kross werden. Und dann drehen wir unsere Blumenkohlschnitzel ganz vorsichtig. Ich mache das mit zwei Pfannenwändern hier, damit sie nicht zerfallen. Und ihr seht, die haben schon wunderbar Farbe angenommen. Also vorsichtig mit zwei Pfannenwändern unsere Blumenkohlschnitzel hier in der Pfanne wenden. Ja, und dann sind sie auch fertig. Dann haben wir unsere Blumenkohlschnitzel wundervoll knusprig gebraten. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, wir schmeißen hier nichts weg. Ich habe jetzt den restlichen Blumenkohl in der Pfanne angebraten nochmal, auch ähnlich gewürzt. Und gebe das Ganze jetzt in die Küchenmaschine, gebe außerdem einen Becher Sahne dazu und püriere das Ganze. Vorher würze ich mit Muskatnuss, mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Und jetzt pürieren wir die Masse. Ihr seht, das wird jetzt hier eine Blumenkohlsoße, Blumenkohlbrei. Wenn es euch zu dick ist, gebt ein bisschen Milch dazu und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, meine Blumenkohlschnitzel sind fertig, riechen ganz wunderbar, sind wundervoll kross und fest geworden. Ich gebe jetzt hier meinen Blumenkohlbrei dazu, Blumenkohlsoße, je nachdem wie ihr es zubereiten wollt. Garniere ein bisschen mit Petersilie und das war's auch schon. Und wenn ich jetzt meine Blumenkohlschnitzel anschneide, dann schneiden die sich wirklich ein wie ein Schnitzel. Super Geschmack auch und ein ganz tolles Rezept, wenn ihr mal kein Fleisch essen wollt. Das Blumenkohlschnitzel, probiert's aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.